Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Paket bekommen von Purish, wo ganz viele Catrice-Neuheiten drin waren. Und die möchte ich gerne kombiniert mit anderen Produkten, die ich schon bei mir im Sortiment in meiner Sammlung von Catrice drin hatte, zu einem Full-Face-Catrice in meinem Gesicht vereinen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe auch mir so hautpflegige Sachen ausgesucht und da war jetzt hier auch das Catrice Hydro Supercharged Serum mit 1% Triple Hyaluronsäure und 5% Niacinamiden mit bei. Das ist einmal dieses hier und das möchte ich mir zuerst mal auf die Haut aufgeben. Im Prinzip baue ich mir jetzt so eine kleine Hautpflegegeschichte zusammen und da macht das Serum den Anfang. Das ist so ein bisschen ja, dickflüssiger, ne? Das finde ich ganz interessant. Also durchsichtig, aber dickflüssiger. Das kommt jetzt erstmal auf mein Gesicht. Wie jetzt die Wirkung über einen langen Zeitraum ist, kann ich jetzt so natürlich nicht sagen, weil das ist Hautpflege. Ne? Bei Make-up kann ich das halt, wenn ich das sehe, also bei Schminkprodukten, aber bei Hautpflege ist es ein bisschen schwierig. Hier kann ich nur beurteilen, krummelt irgendwas, zieht das gut ein, fühlt es sich gut an, reagiert meine Haut da drauf, so in der First Impression. Ne? Und da muss ich jetzt in der First Impression sagen, dass es gut einzieht. Ich habe nicht wirklich ein klebriges Gefühl. Das ist, als hätte meine Haut wie so ein Schwamm aufgesogen. Das gefällt mir jetzt schon mal ganz gut. Es gibt auch so eine Augencreme. Das ist eigentlich eine Night Recovery Eye Balm Geschichte mit Avocadoöl, Hyaluronsäure und Cica. Meine Haut liebt Cica, weil das ja auch so ein beruhigender Inhaltsstoff ist. Ne? Und die möchte ich jetzt gerne auch ausprobieren und hoffe, dass dadurch der Concealer auch ein bisschen besser aussieht, weil das wird dann ja wahrscheinlich eine etwas reichhaltigere Geschichte sein, was meine Haut gerne mag. Und ja, da gebe ich mir ein bisschen was einfach auf meine Finger auf und ja, verteile mir das unter meinen Augen. Ihr bekommt natürlich die Produkte bei Purish im Online-Shop und da könnt ihr mit meinem Affiliate-Rabattcode claudiswelt15 sogar ein bisschen sparen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Also wenn ihr möchtet, schaut da gerne vorbei. Links zu den Produkten und so habe ich auch mal in die Infobox reingesetzt. Und ja, ich habe auch geschaut bei den Produkten, die ich dann ergänzend verwende, dass man die auch dort findet. Aber ich glaube, das ein oder andere dürfte dort nicht mehr auffindbar sein, weil das doch relativ alt ist. Ne? Aber es ist halt in meiner Schminksammlung und wollte einfach gerne verwendet werden. Ja, auch die Augencreme, die ist jetzt super schnell eingezogen. Die ist jetzt nicht extrem reichhaltig. Ich habe schon so ein etwas schwereres Gefühl jetzt auf meinen Augen, aber es fühlt sich gut an. Also es macht einen guten Eindruck. Kann ich mir als Augencreme auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Ja, ich war heute auch bei DM und war da ein bisschen shoppen und habe für Sammy was mitgenommen. Deswegen sitzt er hier auch genau neben mir und verlangt nach mehr, denn es riecht so wundervoll. Wundervoll, ja. Okay, dann habe ich hier noch einen Primer. The Hydrator Plump and Refresh Primer mit Aloe Vera, so hautberuhigend. Und da bin ich mal gespannt, wie der sich auf dem Gesicht so verhält. Vor allem, weil ich jetzt ja auch eine Pflege hier drunter habe. Ne? Okay, auch der ist gelig von der Textur her. Und ja, ist aber milchig. Ne? Also nicht durchsichtig, wie das Serum war. Ist auch ein bisschen fester. Durch die Aloe Vera bekommt man so ein leicht kühlendes Gefühl auf der Haut und es wird auch ein bisschen klebrig. Es zieht aber schön ein und da bin ich mal gespannt, wie sich gleich auch die neue Foundation darauf verhalten wird. Ne? Aber so weit, so gut. Es sieht gepflegt aus, wenn ich jetzt so die Stirn runzel. Ja, hatte ich erst dieses leichte Spannungsgefühl, weil es antrocknet und irgendwie so wie so eine Art Schicht bildet. Das wäre jetzt ja nicht so positiv, weil das würde bedeuten, dass der Primer krümeln könnte. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne. Aber wir schauen mal weiter. In dem neuen Sortiment haben wir von Clean ID eine Foundation drin. Das ist die 24-Hour Hyper Hydro Skin Tint Geschichte. Die ist vegan mit Hyaluronsäure, Squalan, auch meine Haut liebt Squalan, Aloe Vera ist hier auch noch mit dabei, schön Feuchtigkeit spendend. Keine Silikone, kein Mikroplastikpartikel gedünsten. 30 ml und ich habe die Farbe 002 Neutral Ivory und hier steht auch noch drauf for sensitive skin. Also es steht in letzter Zeit so unheimlich viel auf den Produkten drauf, was da drin ist und was da nicht drin ist und was die machen sollen und wie wundervoll die sind. Ist krass, ne? Also ist einem sonst nicht so entgegengesprungen. Und ja, wir haben hier so einen Schnabelapplikator. Das trage ich mir mal hier erst so auf. Auf dieser Seite
Arbeite ich mir das einfach direkt mal mit der Hand ein. Ne? Das versuche ich jetzt mal. Weil wenn das halt so ein Skin-Tint ist, dann soll man sowas eigentlich auch immer ganz gut mit Fingern einarbeiten können. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil man dadurch eigentlich dann auch dreckige Finger bekommt. Ne? Und das fühlt sich so an, sehr, sehr reichhaltig, als wäre das so ähnlich wie die Cremes von Sebamed. Da habe ich ja auch in meiner Zeit, wo ich mega Probleme am Hals hatte zum Beispiel, ne? Habe ich das auch viel verwendet. Oh, oh, rollt sich ab, blöd. Wow. Guck mal, so sieht das jetzt an meinen Fingern aus. Schiete, das funktioniert wohl nicht mit Finger, Handwärme und so weiter, ne? Ups. Ja, es liegt definitiv am Primer, denn ich habe mir jetzt gerade meinen Primer und die Foundation oder den Skin Tint auf den Handrücken gegeben und bin da mit dem Finger einfach so drüber gerubbelt, ne? Um zu gucken, ob die beiden Texturen sich vertragen. Das tun sie nicht. Das heißt, auch auf dieser Seite wird das nicht funktionieren. Ich wasche mir mein Gesicht, gib mir einen anderen Primer drauf und dann funktioniert vielleicht die mit einem anderen Primer. Mal gucken. Zwischeninfo. Ich habe auf dieser Seite den Primer jetzt verwendet, also The Hydrator, und habe darüber die HD Liquid Coverage Foundation gegeben. Und auf diese Seite habe ich mir den Clean ID Insta Bright Serum Primer aufgetragen und darüber den Clean ID 24 Hours Super Hydro Hyper Tint. Auf dieser Seite kann man eigentlich sagen, es ist solide, ne? Wir haben schönen Glow, es ist eine sehr, sehr leichte Foundation-Geschichte, also wirklich nur ein Skin-Tint. Finde ich super schön für den Sommer. Da kann ich mir das klasse vorstellen und das werde ich da auch verwenden. Ich habe mir hier tatsächlich diesen Skin-Tint mit den Fingern aufgetragen und habe da auch kein Gekrümel feststellen können, ne? Also das hat richtig gut funktioniert. Da hat das Gekrümel nicht an dem, an der Skin-Tint-Geschichte gelegen, während wir auf dieser Seite eine Katastrophe überhaupt haben. Ich sehe richtig schlimm aus, denn diese Foundation ist ja auch so ein bisschen matt, ne? Heißt ja auch matt. Und wir sehen hier jede einzelne Pore. Also wer schon mal bei mir Poren zählen wollte, viel Spaß, könnt ihr jetzt machen. Und ja, was soll ich sagen, ne? Es ist hier so richtig krümelig. Also das löst sich hier auch richtig ab. Heißt, ich werde diese Seite auch wieder abschminken und genau so schminken, damit wir weitermachen können. So, meine Haut liegt jetzt irgendwo und weint gefühlt. Wahnsinn! Aber ich habe einen schönen Glow. Ich finde die Farbe für mich persönlich ein bisschen zu gelbstichig, ne? Aber ja, mal gucken. Im Sommer bin ich auch ein bisschen bräuner und dadurch, dass es ein Skin-Tint ist, wird das Ganze auch ganz gut harmonieren, denke ich mal. Ich verwende jetzt einen Concealer. Da gibt es, glaube ich, keinen neuen. Da habe ich den True Skin High Cover Concealer. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, Kontrastprogramm. Habe ich in der Farbe 010 Cool Kashmir. Und den gebe ich mir auch nur ganz, ganz dezent auf. Also wirklich nur so ein Pünktchen hier, ein Strichlein da. Weil, ne, sonst wäre das, glaube ich, jetzt auch ein bisschen verrückt. Als Eyeshadow Primer verwende ich den Waterproof Eyeshadow Primer Mattifying. Auch das ist irgendwie aus dem letzten Catrice Update gewesen. Auch die Produkte von der lieben Jenny in Kooperation mit Catrice sind noch verfügbar. Jedenfalls das Komplettset, ne? Und da verwende ich jetzt hier den Liquid Blush. Jetzt noch ein bisschen Puder, ein bisschen Mascara. Fertig wäre der No-Make-Up-Make-Up-Look. Aber ich möchte noch ein bisschen auf die Kacke hauen, Leute. Da verwende ich jetzt erstmal so ein True Skin Powder für unter den Augen. Mineral Loose Powder mit Hyaluronsäure. Das gibt es ja auch schon länger, ne? In der Farbe 010 Transparent Matte. Zum Abpudern meines kompletten Gesichtes verwende ich das Catrice Poreless Perfection Powder Universal Shade Silicone Free. Das ist dieses hier. Und das ist ein gepresstes Puder mit einem Spiegel drin. Da nehme ich mir gerne einen großen Fluffel. Die gibt es immer mal wieder in Catrice Limited Editions. Das ist jetzt irgendwie aus einer Sun Glow Blah LE. Und damit puffel ich einmal ganz entspannt über mein komplettes Gesicht. Kleiner Tipp am Rande, dieses Puder ist ein 1A Dupe zu dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder und kann ich euch wirklich ans Herz legen. Eine ganz, ganz, ganz coole Geschichte. So, meine Haut hat zwar echt noch richtig viel Glow, das kommt vom Primer, das kommt von dem Skin Tint, aber sie fühlt sich nicht mehr so an, als würde sie gleich einmal so flapp runterfallen. Denn das Gefühl hatte ich tatsächlich eben. Und ja, es fühlt sich jetzt alles einfach gesettet und angeebnet und wirklich, es sieht gut aus, ne? Gefällt mir. Jetzt verwende ich einen Bronzer, da habe ich den Sun Glow Matte Bronzing Powder Medium Skin Medium Bronze 030 ist die Farbe. Der kommt jetzt einfach mal drüber, um das Gesicht so ein bisschen, noch ein bisschen mehr aufzuwärmen. Ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen ist immer so meine Lieblingsmengenbezeichnung. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So wie meine Oma ein Kochbuch schreiben würde.
So, es wird langsam ein Schuh draus, oder? Muss man sagen, es wird. So, Blush. Da habe ich aus der letzten Update-Geschichte den Cheek Lover All Infused Blush. Mega geiles Teil. Das hat ja Maxim bis in den Himmel hochgelobt und gehypt. Der Wahnsinn, aber vollkommen berechtigt. Dann nehme ich mir jetzt auch so einen schönen Blush-Brush und trage mir den hier ganz entspannt auf. Und ja, ne? Mach mir sehr, sehr schöne Wangen damit. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es versäumt, mir tatsächlich den neuen Highlighter mit zu bestellen. Deswegen, tja, wird er demnächst mal ausgetestet. Eigentlich hätte ich hier ja schon ein Highlight und ein Glow von meinem Face und so weiter. Aber hey, ich habe hier noch die Bell-Palette. Auch die gibt es noch bei Purish zu kaufen. Und die finde ich oberaffentippen geil. Die ist richtig gut. Und dann nehme ich mir jetzt den Ton Golden Heart. Das ist dieser hier außen, um mir nochmal so einen schönen Highlight-Effekt drauf zu knallen. Ne? Die knallt nämlich ganz gut. Und das kommt hier nochmal on top, um das auch noch zu intensivieren. Mag ich einfach, ne? Boah, habe ich jetzt aber nicht mehr so eine ganz natürliche Haut hier, ne? Aber es fühlt sich jetzt alles auch gut an. Ich finde jetzt auch mit Puder und Rampampam sieht auch die Foundation, also dieser Skin Tint, echt gut aus. Und jetzt machen wir die Augenbrauen. Das ist auch ein Klassiker. Da gibt es aber jetzt, glaube ich, neue Farben von. Catrice Slimmatic Ultra Precise. Der Brow Pencil habe ich in der Farbe 020 Medium. Damit kann ich wohl ganz gut arbeiten. Das ist ein, ne, mag ich eigentlich ganz gerne. Und das zeigt halt auch mal wieder, du musst keine 20 Euro für einen Augenbrauenstift ausgeben. Es tut auch einfach der von Catrice. Braucht sich natürlich ein bisschen schneller auf, ne? Weil er halt wirklich sehr weich ist. Aber ich finde den klasse. Ja, da kann man sich dann auch mal ein, zwei Mal einen nachkaufen. Ist nicht schlimm. Kostet ja halt nicht die Welt. So, es gibt jetzt aber endlich mal wieder hier ein neues Produkt. Ich habe jetzt hier einiges verwendet, was nicht ganz so neu war. Da hat Catrice auch einen neuen Augenbrauen-Gel-Gedönsen rausgebracht. Und zwar den Superglue Brow Styling Gel. Na, an was erinnert mich das wohl? Lift and Laminate. Das haben wir einmal hier. Es erinnert mich tatsächlich an einiges. Es erinnert mich vor allem an das Essence mit Melville, das Lamination Brow Gedönsen. Sieht übrigens total scharf aus, ne? Ja, so wird das auch bald aussehen, denke ich mal, wenn ich das viel verwende und ein Augenbrauenprodukt reinkommt. Das ist halt so ein Spoolie, was da mit bei ist. Schön, ne? Süß und klein und niedlich. Und da bin ich mal gespannt, wie das so auf den Augenbrauen funktioniert und inwiefern das die Augenbrauen fixiert. Ich habe gelernt, bei solchen Produkten darfst du nicht nochmal weiter drüber gehen, sondern einmal machen und dann solltest du fertig sein. Ansonsten läuft das nicht. Also ansetzen und hochziehen. Ja, es ist auch wirklich ein sehr, sehr, sehr festes Produkt. Und das gebe ich mir erstmal so von unten nach oben in die Augenbrauen rein. Dann gehe ich nochmal von hinten nach vorne durch, um das nochmal hochzukämmen. Das wird hier vorne schon fest. Wahnsinn. Und dann gehe ich nochmal hier oben so ein bisschen entlang, um meine Augenbrauenhärchen so hinzulegen, die überstehen. Und jetzt sollte es eigentlich perfekt sein. Hier vorne habe ich aber ein bisschen einen Haufen gemacht. Ach Mist. Da muss ich mich noch ein bisschen rantasten. Das musste ich bei dem Essence halt auch. Ne? Das scheißt die Wand an. Eieieiei. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen rumgefusselt. Ne? Das muss ich gleich mit einem trockenen Spoolie noch ein bisschen korrigieren, weil hier habe ich jetzt natürlich eine Schmuddelparty verursacht. Aber ja, das musst du super schnell anwenden. Ansonsten funktioniert das nicht. Es ist ja auch super Glue, ne? Also klebermäßig. Guck, hier ging das jetzt sogar ein bisschen einfacher und da habe ich nicht rumgeschmuddelt. Da wird jetzt korrigiert. Aber finde ich geil sowas, ne? Also Augenbrauen, Festhackergedönsen, voll mein Ding. Ja, wir müssen jetzt damit leben, dass hier vorne die Augenbrauen falsch gekämmt worden sind, ne? Ist egal, dann sieht die Augenbraue jetzt voller aus als die, ne? Wir machen jetzt weiter mit der Lidschattenpalette. Da habe ich mir die hier bestellt. Das ist die Pro Slim Eyeshadow Palette Hint of Mint. Die ist ja bei vielen gut angekommen, weil Minttöne und so, mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Ich bin ja so ein farbenfroher Mensch. Be a Pro. Und die letzten beiden waren nicht so mein Ding. Die sind ja auch postwendend wieder weitergewandert. Und hier haben wir einmal die Töne. Und dann swatchen wir die erstmal. Hier sehen wir jetzt einmal die Swatches. Und ja, ehrlich gesagt, die Palette kommt schon mal ganz vielversprechend rüber, ne? Genau, also da haben wir schöne Schimmertöne, die intensiv sind. Wir haben schöne matte Töne, die solide sind. Und damit werde ich jetzt meinen Look zaubern. Ich starte ganz klassisch mit so einem schönen Settington. Dainty nennt sich der in dieser Palette. Solche Töne haben wir eigentlich auch in jeder Catrice-Palette so mit drin, damit wir unsere Basis gut vorbereiten können. Selbstverständlich setze ich mir den Mint, ne, also den mintigen Ton, der auch Mint heißt, auf mein komplettes bewegliches Lid, weil ich liebe sowas, ne? Der hat ordentlich Kapitjes da, ne? Ja, auf dem Lid kommt der
halt pastellig raus, aber das war irgendwie abzusehen, ne? Geil wäre jetzt so ein schöner dunkler Mintton oder Grünton in der Palette, den haben wir nicht. Deswegen müssen wir jetzt mit den 5 Milliarden Newtönen, die hier drin sind, leben. Dann nehme ich mir hier den Ton Velvet raus, ein hellbraun. Den setze ich mir einmal hier außen hin und blende den auch ein bisschen an meinem Knochen entlang, wo rein theoretisch eine Lidfalte sein sollte, aber die ist ja ganz woanders bei mir. Da kommt aber nicht viel aufs Auge, muss ich sagen. Also das ist ein sehr für mich hautähnlicher Ton. Da sieht man keinen großen Kontrast leider, ne? Also da kann man sich einen dezenten Schatten mitmachen, wenn man jetzt einen Alltagslook basteln würde. Für meinen Look ist der jetzt aber nicht ganz so geeignet. Also nehme ich mir den etwas dunkleren Ton Shady. Das ist dieser hier. Gut, ja. Shady, Shade. Mach dir eine schöne Shade auf dein Late. Und ja, da kommt ein bisschen mehr aufs Auge. Das ist schön. Da setze ich mir den erstmal schön an den Außenwinkel und blende den dann auch hier, wie gesagt, wieder als Lidfalten, Imitation, wie auch immer, rein. Also die Farben arbeiten miteinander und die funktionieren miteinander. Das finde ich schon mal positiv. Mit so einem ganz präzisen Point Brush gehe ich jetzt in den Ton Intuition rein. Das ist dieser Braunton. Und der kommt an den unteren Wimpernkranz. Solche Schimmertöne kann man eigentlich immer am besten mit dem Finger aufnehmen oder mit so Schwämmchen-Applikatoren. Ich gehe jetzt hier in den Ton Frosty rein. Das ist so ein schöner, mint, schimmernder, kühler, geiler, weicher Ton. Also fühlt sich auch unendlich geil an. Den setze ich mir auf mein bewegliches Lid über das Mint drüber. Der gibt nicht so super viel Pigment ab und hat auch nicht so diese ultimative Strahlkraft. Aber dafür krümelt der auch nicht runter und bleibt halt wirklich da, wo ich ihn jetzt hier mit dem Finger aufpresse. Kann man auf jeden Fall so gut tragen. Das mag ich gerne leiden. Dann nehme ich jetzt wieder meinen Freund den Point Brush und gehe in den Ton Dazzling rein. Das ist eigentlich so ein Inner Corner Highlight Champagner Ton mit so einem Hauch von diesem Türkis mit drin. Und ich nehme jetzt auch wirklich das Türkis mit auf, weil das wird dann quasi auch irgendwie da mit drin schimmern und so, ne? Den setze ich mir in meinen Innenwinkel. Den muss man deutlich aufbauen, weil das eher so ein Topper ist, glaube ich, ne? Dann gebe ich mir jetzt noch nach außen den Ton Snazzy. Das ist so ein Schimmerton, der aber auch ein bisschen was Rötliches mit drin hat. Also da muss man vorsichtig sein und der fühlt sich genauso geil weich an wie der Frosty. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Und den setze ich mir nur ein bisschen hier außen hin, um dann noch einen kleinen Schatten zu schaffen, ein bisschen Bewegung in den Look reinzubringen. Jo, dafür halt. Und schon hat man so einen, ja, finde ich, ne, tragbaren, schönen Look. Mag ich gerne leiden. Ja, so würde ich mich locker auf die Straße trauen oder halt hier vor die Kamera, ne. Solide Palette, da hat Catrice in das neue Sortiment auf jeden Fall was mit reingebracht, was Qualität hat und das finde ich einfach schön. Jetzt ziehe ich mir noch einen Eyeliner, um das Ganze so ein bisschen mehr zum Abschluss zu bringen. Da habe ich den Microtip Graphic Eyeliner in Waterproof. Den hatte ich mal irgendwo in der Box mit dabei. Hat eine Filzstiftspitze. Aus Gründen, die nur der Eyeliner selbst kennt, hat sich dieser Eyeliner jetzt überlegt, leer zu gehen. Und nicht mehr malen zu wollen. Das ist ja wundervoll. Da habe ich ja keine Freude dran. Jedenfalls will er nicht am Auge malen. Also auf der Hand malt er wohl noch, wenn ich den ganz doll drücke. Aber so doll kann ich den halt nicht auf mein Auge drücken. Deswegen müssen wir jetzt einfach mit dem leben, was der Eyeliner uns jetzt bereitet hat. Es ist ein bisschen fleckig und hat nicht so viel Freude gemacht. Musste ich auch mit dem Got2B-Stift ein bisschen retten. Das mache ich ja manchmal. Mascara. Nein, Fixing Spray. Oh. Da gibt es nämlich ein neues, das Catrice Ultra Last Hoch 2 Fixing Spray Transfer Proof, Waterproof, No Alcohol, No Perfume. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ich bin auch auf den Sprühstoß sehr gespannt. 18 Stunden Long Lasting, ja gut, so lange muss das heute nicht mehr bei mir halten. Okay, der ist intensiv. Riecht wirklich nicht nach irgendwas, das ist gut. Oh, du spritzt mich ja an, Schätzelein, ne? Ganz weit weghalten. Dieser Sprüher, der ist ja, der macht keine Freude. Da habe ich jetzt hier auch meinen ganzen Tisch mit nass gemacht. Tapere ich mal so ein bisschen mit dem Schwämmchen auch ein.
dass ich nicht aussehe, als wäre ich hier gerade irgendwo rausgesprungen. Aber ich finde es gut, dass wir hier kein Parfüm oder sowas drin haben. Das heißt, ich kann mir das dann einfach umfüllen. Ich habe ja gute Verpackungen hier. Zum Beispiel habe ich hier von Glossybox das fast leer. Da kann ich mir das gut reinfüllen. Das hat einen super Sprühstoß. Oder das von Glam Glow, ne? Also da kann ich euch auch nur empfehlen, dass wenn ihr Fixing Sprays habt, wo der Kopf einfach blöd ist, dass ihr das einfach umfüllt, ne? Mein ganzes Oberteil ist nass geworden. Ich habe schon geduscht. Max It Volume and Length Mascara Lash Extension Fibers von Catrice. Die ist wohl neu. Es gibt auch noch eine zweite, die habe ich jetzt noch nicht da. Die wollte ich mir noch bestellen tatsächlich. Die fühlt sich auch ein bisschen an wie die aus den anderen Sortiments-Updates. Ne? Da gibt es ja auch welche von, die fand ich nicht so prickelnd. Die hat ein Gummibürstchen und sieht ein bisschen aus wie die 3D Dimensions Mascara von MAC. Beziehungsweise da gibt es auch verschiedene, die ähnlich aufgebaut sind. Ne? Ja, interessant. Stinkt. Oh, die riecht nach Zoo. Mag ich nicht so gerne. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Ich mache jetzt mal keine dritte Schicht, weil das ist ja schon krass genug. Ne? Die Mascara ist noch so nass und da kommt so viel Produkt raus. Das würde ich mir jetzt versauen. Das lasse ich jetzt besser mal sein. Und da höre ich jetzt auf die Stimmen, die jetzt schon in den Kommentaren gerufen haben. Nein, nein, Claudi, eine Schicht reicht doch auch schon voll und ganz aus. Ja, tatsächlich, die ist ja richtig heftig. Guck mal, was die für einen Schwung macht, ne? Wir sind ehrlich. Meine Wimpern sind, wie sie sind, weil ich ein Wimpernserum verwende. Das ist ja das Grande Lash Cosmetics Wimpernserum. Das gibt es normalerweise auch bei Purish. Und da könnt ihr auch mit meinem Code ClaudiesWelt 15% Rabatt drauf bekommen. Und das ist halt ein Sacken teures Kram. Und deswegen habe ich die Wimpern, die ich habe. Ist so, ne? Da sind ja auch Hormone drin und so. Und ja, das lässt die Wimpern bei mir und bei euch offensichtlich auch explodieren. Denn da habe ich schon viele wundervolle Nachrichten von euch bekommen. Und auch Bilder. Mega cool. Also vielen, vielen Dank für die tollen Nachrichten auf Instagram. Auf jeden Fall schöne Mascara. Man muss halt nur vorsichtig mit ihr umgehen. Aber das muss man bei vielen Mascaren mittlerweile. Weil die Hersteller wollen jetzt natürlich Mascaren raushauen, die richtig krass sind. Weil es gibt ja schon so viel auf dem Beauty-Markt und jetzt wollen die halt immer krasser werden. Heißt aber auch, dass wir die vorsichtig anfangen müssen zu benutzen. Das gleiche ist ja auch zum Beispiel bei der Nabla Mascara, ne? Es ist bei der Visuals Mascara, da muss man halt vorsichtig sich rantasten, weil da einfach super viel Produkt rauskommt und so. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das eine meiner Lieblingsmascaren dieses Jahr werden kann, weil die einfach echt schöne Wimpern macht. Also die macht ein tolles Ergebnis. Was mir persönlich einfach hammergut gefällt, ne? Für die Lippen greife ich jetzt auch wieder auf das tolle Set von Catrice in Kooperation mit Jenny zurück. Da habe ich einmal ihren Lip Liner, ist die Farbe Nougat, sehr cool, und dann der dazu passende Lippenstift in der Farbe 01 Teddy. Ich fand nämlich gerade, dass einfach diese Lippenkombi zu dem Look sehr, sehr gut passt und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gewählt. Ihr Lieben, ich finde, dass das alles jetzt echt gut aussieht. Das einzige Produkt, wo ich sage, muss nicht unbedingt sein, ist der Primer und das ist einfach, weil der nicht so gut bei mir funktioniert hat. Die Foundation finde ich jetzt so in Kombination und im Fullface richtig gut. Also, weil die halt einfach nicht die Fältchen betont oder so, gefällt mir das so gut. Und ich glaube, dass die im Sommer mega mein Ding werden wird. Und da werde ich die auch nochmal intensiv verwenden und so weiter. Ne? Also muss ich nur immer wieder mich erinnern, dass ich die mit den Fingern auftragen sollte. Denn damit funktioniert es wirklich am besten. Und ja, schaut euch das an. Mir gefällt das einfach richtig gut, wie das jetzt aussieht. Auch die Mascara, dieses Augenbrauenprodukt ist gar nicht so, also es ist schon hart, ja, aber es ist nicht so präsent wie das von Essence mit Merve. Und ja, es gefällt mir. Mag ich. Schöner Look, oder? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, welches Produkt aus dem Catrice Sortiments-Update euch am meisten interessiert und bei welchem Produkt ihr am traurigsten seid, dass es aus dem Sortiment rausgenommen wird, falls ihr da irgendwas habt, was euch traurig abgeht, leidig abgeht, wie auch immer. Vielen, vielen Dank an das liebe Purish-Team, dass ihr mir einige Produkte zur Verfügung gestellt habt, damit ich sie ausprobieren kann. Und ja, ne? Gönnt euch auf jeden Fall hart mit meinem Gutscheincode, falls ihr da was nachshoppen möchtet. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!